Hallo liebe Space Trooper, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux euren Bootsplash an die eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. Standardmäßig nutzen die meisten Linux-Distributionen zur Darstellung des Bootsplashs eine Software namens Plymouth. Plymouth kann dabei mit sogenannten Themes an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Wir möchten uns als allererstes mal anschauen, welches Theme denn bei uns auf dem System aktuell aktiv ist. Dazu öffnen wir ein Terminal und rufen folgenden Befehl mit Root-Rechten auf. Wir geben also sudo und den Befehl plymouth-set und dann gebe ich doppelt die Tab-Taste ein und er autovervollständigt mir automatisch den Befehl, nämlich plymouth-set default-theme ein. Ich drücke Enter und ich sehe, wir nutzen aktuell die Theme namens Tribar. Tribar ist einfach ein blau-weißer Balken am unteren Bildschirmrand, der während des Startvorgangs angezeigt wird. Wir möchten das Ganze jetzt ein bisschen aufhübschen und schauen mal, welche Möglichkeiten wir dazu haben. Auf unserem System sind schon viele Themes für Plymouth vorinstalliert. Wir können uns jetzt erstmal alle vorhandenen Themes ausgeben lassen. Dazu öffne ich den letzten Befehl wieder, Cursor Hochtaste und füge am Ende ein Minus L ein. Ich drücke Enter und sehe, aha, hier gibt es eine große Auswahl von verschiedenen Designs, aus denen ich wählen kann. Ich könnte jetzt einfach eines dieser Designs aktivieren und es mir danach anschauen. Ich könnte zum Beispiel mal Minus R, Plymouth Set Default Theme Minus Groß R. Und dann könnte ich jetzt eines dieser Themes auswählen und dieses aktivieren. Dabei wird dann die sogenannte init-ramfs, also die Initial RAM Disk, die der Kernel als allererstes lädt, um zusätzliche Treiber und so etwas wie den Bootsplash einzubauen, neu generiert. Dort wird dann deine Theme direkt integriert, sodass sie beim nächsten Neustart angezeigt wird. Das dauert ein bisschen, hier werden einige Befehle noch ausgegeben. Ich könnte jetzt ist der Vorgang abgeschlossen, ich könnte jetzt einen Reboot ausführen und mir anschauen, wie das Ganze aussieht. Dazu kann ich zum Beispiel systemctl, das ist ein Befehl aus dem systemd-init-System, reboot, systemctl, Leerzeichen reboot, auf der Kommandozeile eingeben. Dann muss ich nicht extra über das Menü abmelden, neu starten gehen. Mache ich jetzt mal an dieser Stelle und ich sehe, es ist ein einfaches Theme, hat es mir jetzt beim Herunterfahren schon angezeigt. Es wird sogar nicht ganz sauber dargestellt, also das gefällt mir noch nicht. Ich melde mich wieder an und ich gehe jetzt mal, ich könnte jetzt die anderen Themes auch ausprobieren. Ich gehe jetzt aber mal ins Internet und zwar auf eine Seite namens pling.com, denn dort findet man ganz, ganz viele tolle Designs. Dort wähle ich hier Linux Unix Desktops aus, wähle dann den Punkt Boot and Splash Screens und dort den Punkt Plymouth Themes. Jetzt könnt ihr hier einfach mal durchscrollen und schauen, was euch gefällt. Da gibt es viele tolle Themes dabei, da ist bestimmt auch etwas, was euch gefällt. Ich gehe hier mal über Rating und schaue mir, welche der Themes denn besonders gut bewertet worden sind. Ah, die sieht doch ganz nett aus. Spinning Dandelions. Sieht doch mal schön aus. Ich gehe hier auf Files und schaue hier, ah, da gibt es einen dandelion.zip. Dann dauert es eine Weile, dann kann ich diese Datei gleich herunterladen. Download. Ich finde die jetzt hier in meinem Ordner und kann jetzt hier sagen, entpacken. Ich entpacke die mir direkt ins Home, entpacken, Dateien anzeigen. Und dann sehe ich auch, hier gibt es jetzt einen neuen Ordner, Dandelion. Hier sind all die wichtigen Informationen, die für dieses Theme verantwortlich sind, enthalten. Im aktuellen Stand interessiert uns das aber gar nicht, weil wir möchten es ja einfach installieren und ausprobieren. Also öffnen wir wieder ein Terminal. Wir haben hier mit ls, sehe ich hier unser Verzeichnis, das ist eine gepackte ZIP-Datei, Dandelion. Und ich möchte das jetzt systemweit verfügbar machen. Dazu nutze ich wieder den Copy-Befehl, sudo copy-r für rekursiv, weil es ist ein Verzeichnis. Ich möchte das Verzeichnis inklusive Datei, Verzeichnisinhalt kopieren, Dandelion. Und dann liegen die Themes für Plymouth
immer unter dem Verzeichnispfad user/usr/share Plymouth Themes. Da kopiere ich die rekursiv rein. Muss natürlich jetzt hier mein Passwort eingeben, weil es ein Systembefehl ist. Und jetzt könnte ich wieder sudo plymouth-set-default-theme eingeben, minus L zum Anzeigen aller Themes und sollte jetzt hier auch mein neu installiertes Theme da vorfinden. Das kann ich jetzt noch aktivieren, das haben wir ja bereits gemacht mit minus groß R. Dann Delia. Jetzt wird wieder die Initial RAM Disk neu gestartet, unser persönliches Theme dort integriert. Es dauert einen Moment und danach können wir durch einen Reboot direkt schauen, wie das Ganze aussieht. In der Zwischenzeit schließe ich schon mal die Fenster im Hintergrund. Der Vorgang ist erfolgreich ausgeführt worden. Ich sage wieder System.ctl Reboot zum Neustarten des Systems und das Ganze, ich sehe es immer schon, weil der Bootsplash natürlich auch beim Runterfahren angezeigt wird, ich sehe es immer schon kurz, wie sieht das Ganze denn aus und jetzt sehe ich hier beim Neustart mein neu installiertes Theme und das ist doch schon viel toller als das, was wir vorher vorgefunden haben. Also, probiert euch aus, schaut auf pling.com, probiert die auf dem System bereits vorhandenen Themes aus und sucht euch das heraus, was euch gefällt. Und gestaltet euren Linux-Computer genauso, wie er individuell zu euch als Persönlichkeit passt. Ich freue mich, wenn ihr eure Ergebnisse bei uns in der Telegram-Gruppe teilt oder auch hier in den Kommentaren. Und bis bald. Tschüss.